Leute, willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Im letzten Part haben wir Wakao zum zweiten Mal getroffen und wir hatten auch wieder mal ein kleines Kämpfchen gegen ihn. Und wir haben dann auch den Wächtersprössling hier von der Taka-Ebene schon retten können. Der war hier oben irgendwo, genau da oben ist er, perfekt. Wodurch dann schon die verfluchte Zone verschwunden ist und wir jetzt dann hier wieder alles Mögliche erkunden können. Und damit machen wir jetzt dann am besten auch gleich weiter, dann hier in dieser doch recht großen Ebene, wo wir jetzt dann noch einiges hier zu erkunden haben. Beim letzten Mal haben wir am Ende dann auch noch diese Maulwürfe da besiegt, von denen wir dann noch diese Teetasse bekommen haben, die wir dann auch schon wieder zurückgegeben haben. Wofür wir dann wiederum dann irgendwas anderes erhalten haben, was dann halt vielleicht echt so eine große Tauschquest oder sowas ist. Keine Ahnung. Fleisch, ja. So, sehr schön. So, es dürfte jetzt echt noch ziemlich viel dann hier in der Taka-Ebene zu erkunden geben, nehme ich mal an. Weil sie ja doch wirklich, wie gesagt, sehr groß ist. Und deswegen dürfte hier noch einiges dann für uns zu finden sein. Mal schauen. So, mal kurz gucken. Ja, da vorne habe ich dann auch schon so ein bisschen eine Wegabzweigung. Aber ich möchte doch erstmal ganz gerne hier oben alles Mögliche sehen. Genau hier waren dann die Maulwürfe, die wir beim letzten Mal dann eben besiegt haben. Obwohl ja die eigentlich, also der Anführer von denen war ja auch nur nett und wollte ja auch nur Freunde finden eigentlich. Also ungefähr. Also alles ganz traurig wieder irgendwie. Aber hat er dann trotzdem noch ein gutes Ende genommen, im Endeffekt. Irgendwie zumindest. So, und mehr Glück, vielen Dank. Gut. So, und dann gleich können wir uns auch dann vielleicht das Gebäude hier angucken. Ja, das sieht nämlich auch sehr interessant aus. Ein sehr großes Gebäude vor allem auch. Und sieht dementsprechend auch wichtig aus. Deswegen bin ich schon gespannt, was wir dann dort gleich so entdecken können. Gehe ich mal am besten gleich hin, würde ich sagen. Hui! So. Okay, sogar mit kleiner Sequenz. Also ja, okay, wenn ein Haus sogar... oder ein Gebäude sogar eine Sequenz bekommt, dann scheint es sehr wichtig zu sein, sogar. Deswegen bin ich schon gespannt, wie gesagt, was wir dann gleich da finden können. So, Schatztruhe. Yay! Yeah. Mit einer verstreuten Perle, sehr gut. So, habe ich eigentlich schon gelernt, was ich hier bei diesen Dingern anstellen kann im Wasser? Nee, ne, habe ich noch nicht, weil ein Seerosenblatt hat ja nicht funktioniert, leider. Weil es dann einfach weggespült wird, so ungefähr, genau. Kann ich eigentlich die zerschneiden übrigens? Bam. Nee, anscheinend nicht. Ja, muss ich auch erstmal sein lassen dann. Na gut. Warum hat sich eigentlich der Himmel so rot verfärbt übrigens? Liegt es daran, dass ich jetzt hier bei dem Haus in der Nähe bin, oder wie? Warte mal kurz. Ja, vielleicht. Was ist denn das? Das Zungenschneiderhaus. Fremde nicht willkommen. Zungenschneider, okay, ja, tatsächlich. Das hat einfach eine total böse Atmosphäre hier. Okay. Vielleicht will ich dann doch nicht reingehen. Aber doch, ich meine, ich bin jetzt sogar noch neugieriger als davor, muss man muss ich sagen. Eklig, was für ein widerlicher Brunnen. Ich garantiere dir, dieses Wasser wird dich rennen lassen, auch wenn du ein Gott bist. Okay. Kann ich irgendwas machen damit? Durchschneiden, vielleicht einfach? Nee, aber es ist wieder Tag. Auch wenn man den Unterschied gar nicht wirklich merkt, weil der Himmel immer noch rot ist. hier in der Nähe von dem Gebäude da. Ah, übrigens, hier ist jetzt jemand. Ah, die Frau Zungenschneider, okay. Ha! Ich habe gerade nach etwas Leckerem gesucht, das ich in meinen Topf tun kann. Warum hast du da ein Messer? Und was ist in deiner Kiste da drin, übrigens? Böse Geister oder so? Orochi? Einfach so, glaube ich, weniger. Du wärst genau passend, du kleiner Köter. Die böse Frau Zungenschneider. Drei Ausrufezeichen. Du wirst schon ausreichen, bis mein Ehemann uns ein großes Tier fängt. Oder echt ein Kampf, oder wie? Wow. Du musst dich ja nach dem Tod sehnen, du dummer Köter. Kann ich irgendwas gegen dich machen? Zerschneiden. Bam. Ich kann sie eben kurz zurückdrängen. Kann ich es irgendwie vielleicht schaffen, ihre Kiste zu öffnen oder so? Ja, das bringt nichts. Sie ist einfach immer weiter aggressiv. Vielleicht einkreisen? Wow. Nee. Okay, aber irgendwas ist passiert gerade. Ich muss noch mal kurz machen. Moment. Einen größeren Kreis. Hä, warum erscheint da so ein goldener Ring? War das schon immer so? Wenn ich einfach irgendwo einen Kreis male? Nee, verschwindet er nämlich dann. Warum ist er erschienen? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, vielleicht noch Bäume sprießen lassen? Mitten in dir drin oder so? So? Nee, hat nicht funktioniert sogar. Okay, ich lass da mal. Ich meine, kann ich denn reingehen? Nee, kann ich auch nicht sogar. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht irgendwie ihre Kiste öffnen müsste oder sowas. Ich werde mal vielleicht mich sogar angreifen lassen von ihr. Okay. Aber ich nehme keinen Schaden. Oder doch, habe ich einen Schaden genommen? Gerade? Vielleicht. Keine Ahnung.
Ne, ich muss anscheinend erstmal sein lassen, sogar. Schade. Weil ich gar nicht weiß, was ich hier tun könnte. Ja, dann lasse ich es erstmal. Ich meine, vielleicht wäre es sogar doch besser gewesen, dann hier nachts herzukommen. Weil nachts war sie ja nicht draußen und hat mich nicht genervt. Und vielleicht hätte ich ja dann reingehen können oder so. Aber am Tag geht es anscheinend nicht. Okay, ich lasse dann erstmal. Aber wenn es dann gleich wieder nachts wird, werde ich dann nochmal da vorbeigucken. Und schauen, ob ich vielleicht dann irgendwas anstellen kann. Weil erstmal geht es anscheinend nicht. Aber es ist ein sehr interessanter Ort. Auf jeden Fall. So, wo will ich denn jetzt zuerst hingehen? Erst da auf die westliche Seite oder erst da so nach Süden? Ich gehe vielleicht erstmal hier diesen Weg entlang. Also nach Westen erstmal. So. Übrigens schöne Schatteneffekte auch hier, wie ich finde. Ziemlich cool. So, kämpfen werde ich erstmal, glaube ich, weiterhin meiden. Außer ich muss halt kämpfen. So, hier war mal ein Fluss oder ein See. Ein kleiner ihren Fluss, würde ich schätzen. Der dann hier nach unten führte. Oder wie? Okay, hier nach unten dann. Ja, alles klar. Aber scheint auch ausgetrocknet zu sein. Oder so. Keine Ahnung. Und da oben kann ich aber dann einige Bäume wieder zum Blühen bringen. Werde ich dann auch gleich machen. Aber erstmal vielleicht Schilder lesen. So. Rechts zur Sasa-Zuflucht. Geradeaus zur Zugbrücke. Okay, lass mal kurz gucken. Ja, Zugbrücke. Ich denke mal, dass es bei der Zugbrücke nicht weitergeht. Steht auch da vorne. Oder da oben auch Zugbrücke, genau. Aber ich will mal trotzdem erst zuerst hier hingehen, aber dann die Zugbrücke auch gleich noch untersuchen. Weil vielleicht geht es ja auch trotzdem weiter, kann ja sein. Und hier ist das Sasa-Tor. Legenden erzählen von einer wundervollen Zuflucht, die diejenigen erwartet, die reinen Herzens dieses Tor durchschreiten. Ja, ich meine, Amaterasu ist ja wohl reinen Herzens. Also wenn sie nicht, wer dann? Deswegen würde es dann schon passen. Hoffe ich zumindest mal. Da ist auch dann niemand. Aber ich würde erstmal jetzt ganz gerne, wenn ich schon hier bin, da mal kurz die Bäume wieder zum Blühen bringen. Bevor ich das vergesse. So. Und da oben, komme ich da nach oben hin? Weil da oben, verdammt, weil da oben ist auch etwas. Ich weiß aber gar nicht, kann ich mich da irgendwie nach oben ziehen? Nee, auch nicht. Ich meine, andererseits, da ist nichts wirklich Wichtiges anscheinend. Das ist halt nur so ein Felsen, aber ein Baum, den ich da, also Vögel sind auch hier übrigens, ein Baum, den ich da wieder zum Blühen bringen müsste, ist da anscheinend keiner. Deswegen weiß ich nicht genau, ob man da nach oben kommen kann und wenn ja, ob da überhaupt irgendwas Wichtiges ist. Aber es ist schon seltsam, dass da extra dann so, noch so ein Vorsprung ist. So ein Klippenvorsprung mit dann auch einem Felsen drauf. Ich meine, kann ich den von hier aus denn zerschneiden eigentlich? Kann ich ja. Ja, vielleicht hat er jetzt irgendwas fallen lassen. Aber ich habe es nicht gesehen. Aber ich lasse dann erstmal. Ja, dann nach unten will ich erstmal nicht mehr. Außer halt, wenn es dann gleich nachts wird, weil ich das dann noch eben austesten will. Ich will jetzt auch erstmal kurz mit dir reden und dann gleich werde ich durch das Tor mal hindurchschreiten. So. Sasa Reisender, okay. Diese Wand zu schieben ist ermüdend. Na, hast du auch diesen Geruch wahrgenommen, Hündchen? Der Geruch des geheimen Platzes, den nur die mit reinen Herzen betreten können? Der Geruch der Sasa-Zuflucht. Jeder, der versucht, dahin zu kommen, verläuft sich hier. Aber das heilige Tor da muss ein Hinweis sein. Das muss dieser Ort sein. Und das bleibt unter uns, aber die Sasa-Zuflucht ist, wo all die Spatzen leben, stimmt's? Nun, ich habe eines dieser jungen Spatzenmädchen von hier kommen sehen. Deswegen bin ich so sicher, dass die Zuflucht hier irgendwo sein muss. Okay. Ich habe eines der jungen Spatzenmädchen hier rauskommen sehen. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Sasa-Zuflucht irgendwo hier hinter diesem Felsen ist. Ja, fast. Ich frage mich, wo das kleine Mädchen hingegangen ist. Ich hoffe, sie ist nicht in die Nähe von diesem gemeinen alten Ehepaar gegangen. Ja. Ist aber auch egal. Ich muss den Eingang zu dieser Zuflucht finden. Ja, ich denke mal, dass ich eben einfach durchs Tor halt durchlaufen muss. Weil wir sind ja reinen Herzens. Wow. Das ist aber ein cooler Effekt. Okay. Ja, ich werde jetzt mal kurz hier vorbeischauen. Um schon mal kurz zumindest einen Überblick zu erhalten. Was jetzt dann da für ein Gebiet gleich auf mich warten wird. Aber ich werde natürlich schon auch wieder dann zurückgehen zur Taka-Ebene. Und auch noch die dann erkunden. Okay, Bambusdorf, Sasa-Zuflucht. Liebst du auch den Bambusgeruch? Sieht aus wie eine Straße. Mal sehen, wo sie uns hinführt. Ja, ist aber ziemlich schlauchartig hier. Und hier gibt es nicht so viel zu erkunden. Deswegen gehe ich dann vielleicht erstmal hier diesen Weg entlang. Aber ich werde dann auch, wie gesagt, gleich zurückgehen natürlich. Und dann noch die Taka-Ebene zu Ende erkunden. Okay, hier in den Felsen ist, glaube ich, nichts Besonderes. Weil erstmal ist auch hier ein Riesengebäude. Okay, mit hoffentlich dann etwas netteren Leuten, die uns da erwarten.
Untergebener. Hey, hey, Zwitscher. Hey, du, Gammler, was willst du in der Sasa-Zuflucht, Gammler? Hier rumzuschnüffeln mit diesem unschuldigen Gesichtsausdruck. Du hast ganz schön Mumm für einen Wolf. Du weißt, dass dies hier der Grund und Boden des Spatzenclans ist, stimmt's? Ja, das kann ich erkennen. Kann ich euch auch füttern übrigens, das wäre auch ganz cool. Wir können dich nicht einfach so gehen lassen, oh nein. Wir werden dir dein Fell abziehen und dich in die Kiste schicken. Boss, zeig's diesem anmaßenden Köter. Hi. Hey, du Gammler, weißt du überhaupt, wen du da vor dir hast? Dies ist der mächtige Anführer des Spatzenclans. Das ist der große Jamba oder Chamba oder so. Oh, Boss, ich sag mal Chamba, keine Ahnung. Okay, Boss, mach ihn platt. Er gehört ganz dir. Zwitscher. Oh. Der Boss ist sehr verärgert. Was verdammt nochmal geht hier vor sich? Hör zu, Gammler. Die wunderbare Tochter des Bosses wurde entführt. Und er ist verdammt wütend. Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. So, nun verschwinde. Weg mit dir. Dreht sich einfach wieder weg. Okay, nicht sehr gesprächig, der Boss. Hä? Sie wollen uns nicht reinlassen? Und was ist das für eine Geschichte mit der entführten Tochter vom Boss? Ja, ich meine, ich erkenne ein Muster. Da habe ich ja auch wieder dann jemanden retten sollen. Vielleicht ist die ja im zweiten Dungeon dann oder so. Und erst wenn wir sie gefunden haben, kommen wir halt dann hier weiter. Könnte vielleicht sein. Ansehen. Mann, das Tor zur Sasa-Zuflucht ist fest verschlossen. Hier kommen wir nicht durch, solange der Spatzenclan seine Meinung nicht ändert. Hey, hat der einer nicht gesagt, dass die Tochter vom Boss entführt worden sei? Ja, okay. Aber erstmal speichern. So. Und zwar schon auf den 25. Yep. So, alles klar. Gibt's denn hier noch irgendwas anderes zu sehen? Hier nach oben? Ist da irgendwas? Ich kann hier noch nach oben. Noch ein bisschen weiter. Ah, hier ist noch was tatsächlich. Sehr gut. Nee, ich stehe nicht richtig. Moment. Jetzt stehe ich richtig. So, sehr gut. Und weitere Glückspunkte. Entschuldigung. Yay, und 51. So. Ja, müssen wir dann anscheinend echt erstmal sein lassen. Übrigens auch ein cooles Banner da oben. Ein cooles Bild vom Spatzenclan. Okay. Aber ja, dann gehe ich mal wieder, da wir dann hier anscheinend erstmal noch nicht so arg viel anstellen können. Aber ist mir sogar ganz recht eigentlich, weil ich ja sowieso erstmal auch noch die Taka-Ebene noch weiter erkunden wollte. Deswegen passt es erstmal so. Gut, und wir haben auch schon herausgefunden, wie wir eben da hinkommen, indem wir dann eben halt durch das Tor da hindurch schreiten. Genau. Und wieder zurück. So. Genau, ich will jetzt mal noch diesen Weg hier ein bisschen weiter entlang gehen. Und gucken, was ich jetzt da noch so finden kann. Ich will sogar vielleicht mal diese obere Ebene, auch wenn ich da jetzt schon hinkomme. Ich will ja, oder komme ich da überhaupt hin schon, ne? Komm ich schon, ja. Ich will sogar die erstmal noch nicht erkunden, weil ich ja da sowieso auch dann vom unteren Weg noch hinkommen kann. Und ich kann mir dann so einfach ein bisschen besser merken, wo ich schon war und wo noch nicht. Deswegen werde ich es erstmal sein lassen und dann erstmal hier unten alles erkunden, dass es auch nicht so viel auf einmal wird. So, aber hier kann ich durch. So. Und? Kurz warten. Kabam! Oder auch nicht. Echt jetzt? Okay, ich meine, das ist ein anderes Zeichen. Das stimmt schon. Weil es jetzt kein so typisches Riss-Zeichen. Aber ich dachte jetzt trotzdem, dass ich hier durchkommen würde. War anscheinend nicht. Obwohl wir ja natürlich hier solche Steinplatten oder halt so Steinboden schon häufiger gesehen haben. Und da konnte ich ja bisher nie irgendwas anstellen. Deswegen, ja, das geht halt dann auch noch nicht, denke ich mal. Ich werde halt dann erst eine spätere Fähigkeit brauchen oder so. Keine Ahnung. Ich habe es gar nicht gesehen, was für Tiere überhaupt waren. Gras? Nein. Samen? Nein. Fleisch? Ja. Sehr schön. So, und wir kriegen dadurch weitere Glückspunkte. Nämlich 6 Stück. Was mit dir? Du bist auch beim Laubhaufen. Ja. Bingo! Da ist es! Mein Pendel schreit es geradezu. Der Schatz muss hier vergraben sein. Was schaffst du so an, Hündchen? Wirst du mir helfen, den Schatz auszugraben? Mein Pendel hatte mir gezeigt, wo es war. Aber ich hatte total die Orientierung verloren, wo das jetzt war. Es muss irgendeine Art Hinweis hier in der Nähe geben. Okay, irgendwo hier kann ich halt buddeln. Aber erst halt bei Nacht. Weil am Tag kann ich es nicht sehen. Okay, also auch wenn es nachts ist, soll ich auch hier nochmal kurz vorbeischauen dann? Okay.
Aber es dürfte eh dann gleich Nacht werden, deswegen, das ist okay. Die Fragezeichen bringt das sicher. Ich gehe mal am besten gleich weiter. Ich will noch mal kurz gucken, wo mich jetzt dann dieser Weg hier hinführt. Aber ja, dann will ich jetzt noch mal kurz zurückgehen, schnell. Wenn es Nacht ist, werde ich das doch erstmal sein lassen. Aber ich werde dann gleich da auch noch vorbeigucken, keine Sorge. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht kämpfen, aber na gut. Dann mache ich halt kurz Kampf, ist auch gut. Am besten wieder erstmal kurz den Fisch zerschneiden. So, komm nach unten bitte, dankeschön. Und draufhauen. So, und den anderen auch gleich mit erwischen, sehr gut. Das ist halt auch cool an der Waffe, dass man eben auch häufig dann gleich zwei Gegner auf einmal treffen kann. Also die Waffe hier ist echt mega cool, finde ich. So. Und da ist er mehr dran. Weg bitte, geh weg. Sehr gut. Und dann auf den anderen Typ da. Und vor allem auch diese Gegner hier, die können sich auch gar nicht wirklich irgendwie verteidigen gegen meine Waffe hier. Ich kann denen trotzdem voll viel Schaden machen. Und deswegen in der Hinsicht ist meine aktuelle Waffe auch besser, als halt dann diese beiden anderen Spiegelwaffen, wo ich aus der Nähe angreifen muss. So, und das war's. Gut. Ist es irgendwo ein Leuchten? Oder ist es halt unter dem Laubhaufen vielleicht? Ach so, nee, okay, jetzt sehe ich es gerade. Ich glaube, unter dem Laubhaufen ist... Ja genau, da ist ein Loch, da kann ich durchfallen. Und dann irgendwo anders hinkommen. Ja. Also ich würde jetzt echt liebend gerne mal lernen, was wir jetzt mit dem Laub... Oder wann wir... Oder ist es doch... Ist vielleicht doch das gemeint? Das könnte ja auch sein, ich weiß nicht genau. Aber so oder so würde ich das ganz gerne jetzt mal lernen wollen, was es mit den Laubhaufen da auf sich hat. Ja, Perle. Ich will jetzt mal kurz mit dem reden, weil meinte er vielleicht doch den Schatz dahin, aber ich glaube es eigentlich weniger. Ich weiß nicht genau. Ich meine, er spricht von Ausgraben. Und wenn ich da in das Loch runterfalle, dann ist halt da unten vielleicht irgendwo ein Schatz. Ach, hier ist noch ein Kampf übrigens. Dann ist da unten vielleicht irgendwo ein Schatz. Das kann schon sein. Aber dann muss ich da nichts ausgraben, oder? Also vielleicht meinte er doch die Perle gerade eben oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Egal. So, wieder schöne Kombo-Angriffe hier auf beide gleichzeitig. Yay, wie gesagt, das ist mega cool. Die Waffe hier. Am besten mal vielleicht eine Bombe auf beide gleichzeitig schmeißen auch. Hier so. Aber das war ein bisschen daneben leider. Aber die wird dann gleich den hinteren trotzdem treffen, hoffe ich mal. Hat sie getroffen? Ja, hat sie. Der ist nämlich tot. Der andere schon sehr gut. Und du wirst auch gleich sterben, mein Lieber. So, ein bisschen draufhauen auf den. Das war jetzt interessant. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, gegen die Dämonenszene zu erhalten. Weil am Ende heften die sich ja an mich dran und dann muss ich die ja irgendwie loswerden. Und das kann ich halt am besten machen, wenn ich sie zerschneide. Aber wenn ich sie zerschneide, sterben sie halt sofort und dann kriege ich ja keine Dämonenszene. Weil ich ja die erst dann kriege, wenn ich sie nochmal zerschneide, wenn sie schon tot sind. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, finde ich. So, ich werde es gerade mal nicht zerschneiden hier. Und normal angreifen. Dass dann gleich noch einen Dämonenzahn von dir kriege. Hilfe. Jetzt ist leider die Kombo abgebrochen dafür. Und ich werde dann vielleicht bei Zeit kein Perfekt kriegen. Aber das ist schon okay. So, und stirb. Und zerschneiden. Bam. Yay. So, war's das? Ja, okay. Wie gesagt, Zeit nicht perfekt jetzt. Das war schon zu erwarten, aber ist okay. Yay. Und auch hier ist wieder alles schön. So. Dann gleich mal wieder euch füttern. Das war, glaube ich, Grünfutter. So, wunderbar. Und 12 weitere Glückspunkte. Was will ich denn eigentlich als nächstes dann upgraden? Das habe ich mir jetzt noch gar nicht wirklich überlegt, was ich dann als nächstes dann machen will. Also Magen erstmal nicht mehr, weil das habe ich ja jetzt erst gemacht. Vielleicht dann wieder einfach Solarenergie oder auch Tinte, also die standardmäßigen Sachen. Mal gucken. Weil Geldprobleme habe ich jetzt bisher eigentlich auch nicht wirklich. Genau, und jetzt übrigens, während es noch nachts ist, will ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Und jetzt dann nochmal kurz zurückgehen zu den Zungenabschneidern oder sowas. Oder wie die hießen. Und jetzt mal kurz bei denen dann schnell nachgucken. Weil ich jetzt bei nachts dann vielleicht da irgendwas anstellen kann. Ich will aber noch kurz übrigens euch... okay. Ich dachte gerade, dass die Steine hier Tiere wären. Übrigens, ich bin auch sehr schlau. Okay, nee, ich gehe dann weiter. Nee, ich bin der falsche Moment. Hier unten. Nein, ich will nicht kämpfen. Nein! Ich wollte nicht kämpfen. Ich will es mal kurz rausgehen hier, weil ich will jetzt ein bisschen beeilen, dass ich jetzt noch dann auch wirklich... Du hier bitte. Ja. Dass ich jetzt auch wirklich noch dann... Dankeschön. Auch wirklich dann hier nochmal nachts jetzt die Chance dazu habe, dann das zu erkunden. War ich eigentlich hier oben schon mal? Ja, war ich auch schon mal. Passt schon. Okay. Jetzt halt schnell nach unten. Übrigens, da oben habe ich eine Frucht gesehen. Okay. Kann ich denn hier reingehen jetzt eigentlich? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber ich kann mal zumindest nach oben gehen. Vielleicht gibt es ja einen Eingang durchs Dach oder sowas. Ich will mal kurz nachgucken auf jeden Fall. Ich muss wieder im Bild sein. Ist mir noch nicht so einfach, finde ich. Zählt das jetzt so? Ich hoffe mal. Hui. Okay, es zählt. Sehr gut.
Yay. Okay, eine Truhe ist hier wenigstens. Ja, ist besser als nichts. Aber es wäre mir jetzt trotzdem lieber gewesen, wenn ich jetzt da irgendwie dann einen Weg rein gefunden hätte in das Haus. Ach, da glitzert zumindest auch. Ja, ich will mal auch kurz hier hingehen. Hier oben. Ansehen. Sieht aus, als wäre dieser Teil hier mit Holzbrettern versperrt. Ganz schön schlechte Arbeit, muss ich sagen. Ich wette, du kannst das leicht in Trümmer schlagen. Okay, dann habe ich hier doch quasi durchs Dach einen Eingang. Aber halt auf andere Art und Weise, als ich eigentlich dachte. Aber soll mir recht sein. So. Sehr schön. Und kurz warten. Ich denke mal, die Bombe dürfte die Lösung sein. Ja, so ist es. Und wir gehen mal rein da. Okay, jetzt schläft sie. Zuhören. Guck. Essen. Schönes, saftiges Fleisch. Guck. Schönes, saftiges Fleisch. Okay. Interessant. Kann ich hier noch irgendwas machen? Stimmt, oder? Das ist ja sehr, sehr komisch, natürlich. Weg von dem Topf, Knoll. Der riecht ja ekelhaft. Okay. Ich bin jetzt aber nicht sicher, was ich jetzt hier genau machen kann. Kann ich jetzt dann nachts sie einfach überraschen, irgendwie, wenn ich jetzt hier sie zerschneide? Aber dann, ich meine, wacht sie ja auf, wahrscheinlich, oder? Ich werde es mal kurz machen. Nee, schläft einfach weiter, okay. Die hat einen ziemlich tiefen Schlaf. Weil einfach mal zerschnitten zu werden und dann weiter zu schlafen, das muss man auch erstmal können. Aber na gut. Komme ich wieder zurück nach oben eigentlich auch? Der Mond scheint durch ein Loch im Dach. Das Licht des Mondes sieht hier auf jeden Fall gespenstisch aus. Monster können sich nicht mehr beherrschen, wenn sie solchem Mondlicht ausgesetzt sind. Wir sollten jede verdächtige Person, die wir finden, hier in das Licht ziehen. Achso, okay. Kann ich dich denn ziehen auch? Ne, kann ich aber nicht, leider. Kann ich irgendwas anderes dann hier reinziehen? Warte mal kurz. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was ich jetzt hier genau tun muss. Ich wollte nicht rausgehen. Bin ich jetzt rausgegangen? Ich wollte gar nicht rausgehen, ne? Ich bin jetzt nur durch den Rückstoß. Jetzt ist wieder Tag, toll. Durch den Rückstoß da rausgeraten. Okay, aber sobald ich einmal drin war, kann ich anscheinend auch jederzeit wieder reingehen oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt ist sie weg. Was war ich hier noch? Da war ich auch noch gar nicht drin. Da ist aber nichts mehr. Also ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt, wie ihr merkt, was jetzt das genau für einen Sinn hat hier und was ich jetzt hier eigentlich dann genau anstellen kann an diesem Ort. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Müsste ich dann schon klären. Das ist übrigens ein bisschen doof, weil die Hitbox quasi von der Tür ist ein bisschen zu groß irgendwie, weil ich da immer häufig schon rausgetragen werde. Da ist sie wieder, ja. Kann ich jetzt vielleicht dann dich irgendwie in das Licht quasi da reinbekommen oder so? Das ist aber auch komisch. Folgst du mir nach oben? Ne, tust du nicht. Ich meine, vielleicht kann ich dich erst angreifen und dich dann aufheben oder sowas. Mach mal kurz. Ja, ich muss aber mich auch... Ich darf mich aber auch nicht zerschneiden lassen von dir. So. Ja, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Ich geh jetzt mal nochmal rein. Weil ich würde es schon noch ganz gerne verstehen wollen, was ich jetzt hier genau tun muss. Weil ich das halt sehr seltsam finde. Kann ich dann eigentlich hier auch einen Tag-Nacht-Wechsel machen? Ich meine, jetzt natürlich nicht mehr. Weil ich ja nicht den Tag zur Nacht machen kann. Aber würde es dann theoretisch eigentlich gehen? Irgendwie? Ja, vielleicht. Aber ganz sicher bin ich da jetzt auch nicht. Also ich sollte, hatte Isun auch gerade gesagt, ich sollte dann bei diesem Mondlicht da, also bei Nacht dann wahrscheinlich, da halt irgendwas Böses dann da reinziehen. Und zwar dann eben die Frau da. Weil ich meine, ich würde sogar vielleicht mal vermuten, dass die Frau selber gar nicht böse ist, sondern dass sie halt durch diese Kiste auf ihrem Rücken dann böse gemacht wird von diesem Monster, was da drin ist oder sowas. Und deswegen muss ich halt dann sie da reinziehen. Aber das habe ich ja versucht, aber ich konnte sie ja nicht reinziehen. Und das ist ein bisschen das Komische. Ich meine, vielleicht hätte ich sie einfach halt dagegen tackeln können quasi. Oder so. Weil ziehen, wie gesagt, ging ja nicht. Ja, ich werde es dann jetzt mal sein lassen. Aber ich meine, vielleicht mache ich sogar so, dass wenn es dann nochmal nachts wird, dass ich dann da wieder vorbeigucke. Und dass ich das dann nochmal probiere. Weil ich habe ja jetzt schon so ein bisschen mehr eine Ahnung, was ich dann vielleicht da tun will. Immer noch nicht genau natürlich, aber so ein bisschen mehr vielleicht. Und vielleicht komme ich ja dann noch drauf, was ich jetzt da genau dann tun muss. Oder so. Mal schauen. Aber wir gehen jetzt dann erstmal diesen Weg hier nach oben entlang. Genau. Den wir auch bisher noch gar nicht erkundet haben. Okay, hier ist wieder so ein Ding. Was mir wieder mal vielleicht anzeigen soll, dass ich hier nach oben klettern soll oder so. Ja, soll ich nicht, weil da oben nämlich was ist.
Also ja, ich denke mal, das sollen mir die Statuen da anzeigen. Aber ich kann ja noch aktuell nicht anwenden, hochklettern. Ich meine, ich kann einen Wandsprung machen, ne? Aber halt nur einmalig und ich komme da unmöglich nach oben. Oder? Lass mal kurz gucken. Ui, ne, komme ich aber nicht, ne? Ich meine, ich kann auch keinen Doppelten machen oder so. Nur einen einfachen, genau. Okay. Dann lassen wir es erstmal. Also und hier gehe ich jetzt auch erstmal den unteren oder halt den mittleren Weg hier quasi entlang. Und dann ganz dann nach Süden will ich dann gleich erst noch gehen. Okay. Aber erstmal hier mehr Kämpfe. So. Gegen den Kollegen wieder. Das heißt mal nicht zerschneiden, weil das Zerschneiden ja irgendwie schlecht ist, weil dann sofort diese eine Attacke da macht irgendwie. Habe ich das Gefühl. So. Weiter drauf dann einfach. Und das war schon. Sehr gut. So. Zum Blühen bringen. Kurz warten. Und eine Bombe hinschmeißen. Kabam! Das hat auch wieder jetzt keinen Schaden gemacht. Ich weiß nicht sicher, ob ich jetzt wieder zu früh dran war oder ob da jetzt irgendein anderes Problem es da jetzt gab oder so. Ich habe keine Ahnung. Und das war jetzt ein Schlag zu viel leider, glaube ich. Ja, das ist... Ich meine, das ist der einzige wirkliche Nachteil an der Waffe, finde ich, die ich gerade habe. Ich meine, es hat zwei Nachteile. In der Luft ist sie scheiße, finde ich, weil da kann sie irgendwie gar nichts. Aber ich habe jetzt gegen den fliegenden Fisch herausgefunden, dass ich ihn auch zu Boden bringen kann. Deswegen ist dann kein Problem mehr. Was aber auch noch an der Waffe doof ist, ist, dass man Dämonenszene nur relativ schwierig erhalten kann. Weil es eben häufig passiert, dass wenn die Gegner tot sind, dass ich dann noch halt aus Versehen einen weiteren Schlag mache, obwohl ich das gar nicht will. Und dann kann ich halt die Gegner dann nicht mehr zerschneiden. Deswegen, das ist ein bisschen doof, muss ich zugeben. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich die Waffe mag. So, mehr Glück, vielen Dank. Okay. Ich will jetzt mal kurz nachgucken. Ist jetzt eigentlich das Wasser da bei denen unten? Ist jetzt auch wieder dann in Ordnung, weil das sah nämlich auch ziemlich eklig aus. Ich muss dafür kurz... Ja, ich will es mal kurz machen. Weil ich jetzt immer noch dann irgendwie von diesem einen Ort da unten nicht loskomme. Weil ich unbedingt wissen will, was damit auf sich hat. Das Wasser hier ist... Das ist immer noch eklig. Okay, ich meine, vielleicht hat das was mit dieser Strömung oder mit diesem komischen Ding da unten zu tun. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wo ich dann eben auch mit einer späteren Fähigkeit erst was anstellen kann. Und vielleicht kann ich dann halt erst damit das Wasser dann auch da unten wieder säubern oder so. Und das geht aktuell einfach nicht. Das könnte schon auch sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lassen wir es erstmal. Und werde jetzt dann hier oben noch ein bisschen mehr erkunden. Ich kann mal zum Beispiel dann kurz mit dir reden. Hallo? Die Quellenmaid. Es ist so wunderbar, dass die Meerjungfrauenquelle wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt das an den legendären Kräften der Meerjungfrauen. Hast du schon diese Geschichte gehört? Diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans hierher. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Die Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehste, auf der Wasseroberfläche dort liegt ein leichter Schimmer. Wenn du eine Meerjungfrauenmünze hineinwirfst, dann wird sich der Pfad öffnen. Eine Meerjungfrauenmünze? Okay. Da habe ich aber leider keine, glaube ich. Meerjungfrauenquelle. Ja. Siehst du das Licht? Das ist ein besonderer Ort, den man Meerjungfrauenquelle nennt. Es gibt da eine wundervolle Legende über schöne Meerjungfrauen, die hier erscheinen. Man sagt, es gibt viele solche Meerjungfrauenquellen im gesamten Land. Du solltest sie besuchen, wo immer sie auch sein mögen. Ja, aber ich kann sie ja nicht erscheinen lassen. Ich werde es mal trotzdem kurz testen, wenn ich da ein Seerosenblatt drauf zeichne, aber ich denke mal, das wird nichts bringen. Ne, wird auch wieder dann einfach weg, auf jeden Fall weggeschwappt dadurch. Deswegen lassen wir es dann erstmal. Okay. So. Aber kann ich denn da noch hier im Wasser sonst irgendwas anderes eigentlich finden? Da, wo das Wasser auch herkommt, hier oben. Anscheinend auch nicht mehr. Okay. Ich bin jetzt dann hier. Ja. Kann ich denn eigentlich mit diesen Bannern da irgendwas machen? Kann ich die zerschneiden oder so? Nee. Okay. Lass ich auch mal. Wäre auch ein bisschen doof, weil die nämlich eigentlich ziemlich schön aussehen. Aber ich kann hier nach oben gehen. Das will ich noch kurz machen. So. Und dann kann ich hier noch weiter nach oben, nehme ich mal an. Ja, okay, ich kann da auf diesen Turm da rauf. Ja. Hui. Und dann da irgendwas Tolles finden. Ich kann das auf die... Ah ne, okay, da hinten ist die Truhe. Okay, muss ich jetzt dann... Kann ich hier nach unten? Oder wie? Nee. Muss ich jetzt dann hier auf diesem Seil da entlang balancieren oder wie? Geht das? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Nee, ich fall da einfach durch. Verdammt. Ich meine, irgendwie komme ich da bestimmt drüber. Ich weiß noch aktuell nicht wie. Ich will es mal nochmal kurz testen. Ich geh mal nochmal kurz nach oben. Okay, es passt sehr gut. Und ich werde dann nochmal gleich gucken. Ich meine, vielleicht kann ich ja da auch was restaurieren und mir dann eine Brücke einfach basteln oder malen halt. Das wäre am einfachsten. Ich weiß mal nicht sicher.
Aber irgendwie wirkt es so, als würde ich auch da eine Etage tiefer kommen können. Also hier nach unten fallen hat, aber das kann ich nicht schaffen. Ich werde da mal weggedrängt dadurch. Nee, das geht nicht. Okay. Na kurz, kann ich hier restaurieren irgendwas? Nein. Wie komme ich da rüber? Nee, ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht geht auch das noch aktuell nicht. Das kann. Nein. Oh man, das ist auch ziemlich nervig, dass er immer so weit weggebounced werde, nachdem ich angreife. Ach man, ne. Dann lass es halt erstmal, weil ich denke jetzt mal, ich komme da aktuell nicht hin. Ich wüsste zumindest nicht wie. Weil ich da ja auch durch das Seil einfach durchgefallen bin. Deswegen kann ich da anscheinend gar nicht entlang klettern. Und dann lassen wir halt das erstmal. Na gut. So. Aber ich kann vielleicht dann noch hier kurz bis ans Ende hinlaufen, würde ich sagen. Weil jetzt bin ich ja dann eben auf dieser oberen Ebene. Die ich ja gerade eben, als ich da unten war, noch nicht erkunden wollte. Dass ich eben da die Orientierung nicht verliere. Und dass ich auch nicht zu viel auf einmal dann erkunden muss. Aber kann ich dann eben jetzt noch schnell machen. Und gucken, ob ich noch hier irgendwas finden kann. Ich meine, hier führen ja die Wege wieder zusammen. Der obere und der untere. Und da war ich ja eh schon hier in der Nähe. Deswegen passt dann eh alles. Okay. So. Ja, dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Okami HD? Beim nächsten Mal geht es dann immer noch ganz, ganz kurz hier auf der Tucker-Ebene weiter. Aber das meiste haben wir jetzt dann erstmal hier schon angestellt, würde ich sagen. Es fehlt dann eben noch halt dieses südliche Gebiet, das wir uns dann beim nächsten Mal noch ansehen werden. Aber es wird beim nächsten Mal dann auch wieder schon recht bald Nacht werden. Und dann möchte ich auch unbedingt eben nochmal dann dort nach unten gehen, zu der bösen Frau da. Und dann eben gucken, ob ich dann sie von ihrem Fluch irgendwie befreien kann, weil ich denke mal, dass es so sein dürfte, dass sie in Wahrheit gar nicht böse ist. Und dass halt nur von dem Monster da verflucht wurde oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Wird sich dann hoffentlich vielleicht schon im nächsten Part noch klären. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.